freue mich überaus, dass wir im Museum Maus Konstruktiv die Ausstellung Logical Emotion Contemporary Art from Japan zeigen können. Wir haben uns länger überlegt, welches ein passendes Thema wäre, sowohl um die japanische zeitgenössische Kunst zu beleuchten, als auch Bezug zu nehmen auf das Erbe des Museum Maus Konstruktiv. Und wir sind eigentlich sehr schnell zu dem besagten Titel gekommen, Logical Emotion, also die Logik und die Emotion. Die Emotion ist immer ein wichtiger Bestandteil in der Kunst. Sie vermag in einen sehr unmittelbaren, eben emotionalen Kontakt mit dem Betrachter zu kommen. Und die Logik ist natürlich eines der Themen, das im Museum Maus Konstruktiv immer wieder aufgegriffen wird. I work with Sabine Shashu, so we have choose the artist who makes the artworks in a very logical way or conceptual way to make the viewers feel that yes, I am in a very emotional status. So also we want to show as many genres as possible. It means we choose not only the artist but also the graphic designer, the architect and ceramic artist or something like that. So then at last we have chosen the 13 artists for this exhibition. Ich freue mich sehr darüber, dass wir sehr, sehr viele Disziplinen berücksichtigen konnten. So zeigen wir erstmals im Museum Maus Konstruktiv auch einen Künstler, der Mangas macht. Und das sind in diesem Fall wirklich sehr konstruktive und wahnsinnig präzise Mangas, also passen sehr gut zu dem geistigen Erbe unseres Hauses. Oder ich stehe beispielsweise vor einer Arbeit von Tatsuo Miyajima, der immer wieder Arbeiten hat mit LED-Lichtern. Man sieht dabei jedes Mal, dass eine LED-Zahl entweder nach oben zunimmt oder sie nimmt ab. Aber wir werden nie die Zahl 0 sehen. Die wird nämlich mit Tod gleichgesetzt. Also kann man die Leerstelle entweder als Tod interpretieren, aber viel lieber wird sie auch interpretiert als Wiedergeburt und so als Sinnbild eines kosmischen Zusammenhangs. Some artist tries to make the new work like the Hirata, the young architect in Japan. He tries to make new exhibition using 15,000 stores. And you can see the concept and the unit of the structure is very simple, but after seeing the total structure, so you feel this is very structure or the very abstract, but this is very emotional. So I think you can feel very easily so the what we want to say or what we want to do through this exhibition. We want to show what the 21st art century art is. And if we include the very old artwork like this, so this work is made in 1972, so I want to show this work in the very modern way or contemporary way. So he is Mr. Enokura, and we want to show his art in the context of the logical emotion or the concrete art or in the Zurich. So I want the visitors feel what is the important for us or what we have to grasp from the artworks exhibited here. And I think the logical emotion will be the key term to understand it. Thank you so much. 幸福や願望を道連れに探し求めてきたのだった。それは愛という姿なんだ。あの空を飛び交う鳥たちに叫んでみよう、聞いてみよう。